Ja, grüßt euch, Burm. Heute geht's um die Elitentheorie, verbotenes Wissen für den hochwertigen Mann. Weil das ist ja auch sehr spannend, weil gerade auch hier noch klarer die Matrix sichtbar werden kann und auch die Aspekte vom Pareto-Prinzip, wie wir es ja auch beim Datingmarkt sehen, hier sichtbar werden. Also zu seinem Pareto-Prinzip von 20% schaffen 80% der Ergebnisse, hat er ja das Gleiche auch nochmal bei der gesellschaftlichen Analyse gesehen und bemerkt, dass sich die Herrschenden oder die Eliten eher austauschen und dann letzten Endes immer den Ton angeben. Und das ist eben hier so interessant dann auch sichtbar, weil die Grunddynamik hinter der Geschichte, warum die Matrix auch funktioniert, ist ja eigentlich die sogenannte Psychologie der Massen, wie es ja auch der Gustav Le Bon mal analysiert hat, dass Menschen, wenn sie in der Masse da sind, von emotionalen Wellen betroffen sind und es heißt ja nicht umsonst, mit der Masse sinkt der Verstand, wie wir ja sehr klar bei der aktuellen Thematik rund um Rammstein sehen, was ja teilweise Brot und Spiele darstellt und im Großen und Ganzen ja nicht wirklich einen Mehrwert bietet, außer Gossip aktuell. Aber das verbreitet sich ja teilweise schon wie ansteckende Krankheiten und zudem, das ist ja dann die Gefahr, können diese Massen dann geschickt durch Führer, die eben gut in Rhetorik sind und diese Dynamiken kennen, manipuliert und gesteuert werden. Und das im Zusammenhang mit bestimmten organisatorischen Engpässen, da gibt es auch die eiserne Regel der Oligarchie, dass du wirklich in jeder Organisation, weil die Menschen halt teilweise auch so angelegt sind, letzten Endes immer auch in der Pareto-Analyse 20% hast, die dann halt 80% der Ansagen machen. Auch beim Datingmarkt Alphas, ne, das sind dann immer auch hier die oberen 20%, die dann halt auch da durchwechseln können. Aber das ist das Spannende, weil die Engpässe, die wir da sehen, sind ja oftmals hier physischer Natur. Organisationen, die eine Vielzahl von Menschen umfassen, haben das Problem, nicht alle Menschen zur gleichen Zeit im selben Raum zu versammeln. Das führt dazu, dass Abstimmungsmechanismen behindert werden, dass bei so vielen Menschen eben die Auswahlmöglichkeiten runtergebrochen werden kann. Wie vorhin erläutert, mit der Masse sinkt der Verstand und da haschelt leider Gottes auch solche Aspekte, warum es dann vereinfacht werden muss. Zweitens, das Interesse der allgemeinen Leute, auch der Masse, oder wenn ihr mal schaut, wie viele Leute interessieren sich denn wirklich für die heiklen Themen, sei es jetzt im Dating-Bereich, in der Red Pill und so weiter. Da wollen doch die meisten viel eher flüchten, Netflix und Co. Ausschüsse, die für die Organisation des täglichen Betriebs eingerichtet wurden, bleiben systematisch unbesetzt. Zudem nehmen sich die meisten Menschen einfach nicht die Zeit und das Interesse, an ständigen Referenten teilzunehmen. Dadurch weicht das demokratische Prinzip automatisch dem oligarchischen. Und das ist eben auch so krass, weil früher habe ich immer gedacht, ja, bei uns im Westen, da ist ja alles demokratisch und da draußen, da ist so die böse Welt oder früher in der DDR, aber trotzdem siehst du solche Dinge immer noch überall, nur werden sie hier dann halt verschleiert durch Märchenerzählungen wie Demokratie, Sozialismus und so weiter. Und ein weiterer Grund hierfür ist ja letzten Endes auch das administrative Problem, dass du Organisationen und Parteien eben koordinieren musst, um hier eine Linie zu etablieren, Interessen durchzusetzen, um letzten des Weiteren auch noch die Konsistenz und die Solidarität zu gewährleisten. Denn die Massen werden sich einfach nicht organisieren und können es auch nicht. Das ist eben diese traurige Wahrheit. Wähler suchen sich keine repräsentativen Bürger als Politiker aus, das ist das Nächste, sondern diese werden den Wählern aufgezwungen. Des Weiteren auch finanziell. Eine politische Partei, die um Macht kämpft, muss ihre Wähler organisieren, Unterstützer mobilisieren, Informationen für Redner bereitstellen, Spenden sammeln und sich um finanzielle Struktur und den rechtlichen Status einer Partei kümmern. Und da hast du ja auch wieder bestimmte Leute, die dann hier Finanzspritzen geben, bestimmte Interessen haben, die damit einherkommen und so weiter und so fort. Und das ist dann letzten Endes das Hauptproblem, wenn diese Probleme nicht im Vorhinein aufgelöst werden durch neue Technologien oder sonstigen, dass es zwangsläufig immer zur Oligarchie führt. Und das sehen wir natürlich nicht nur in der Politik, sondern auch bei den ganzen Spieleentwicklern. Wenn ihr euch fragt, warum werden die ganzen Spiele irgendwann so kacke? Weil letzten Endes, wenn dann noch mehr Kohle reinkommt und es größer wird, dann immer oben die Bürokraten sich hinsetzen, die dann letzten Endes bloß noch verwalten, um sich viel eher um die praktischen Techniken als um die Prinzipien kümmern.
Das sehen wir dann beispielsweise auch so klar bei Disney, wo es früher dann halt echt noch ja, viel coolere Inhalte gab, aber dass du letzten Endes dann jetzt nur noch diese Bürokraten dran hast, die halt so aus dieser Bubble rauskommen, wo es halt alle die gleiche Weltanschauung haben und damit so, ja, the future is female und das halt auch in Star Wars einbauen, was wir auch bei der Rey sehen, ja, die ist ja dann schon diese super tolle Frau, die hat keine Entwicklungskurve, die ist einfach schon der Zenit der menschlichen Schöpfung und so mitkommen dann solche Leute dahin und hauen das alles zugrunde letzten Endes. Diese Anführer genießen dabei einen Vorteil in Wissen, in Kommunikationsmethoden und politischen Fähigkeiten gegenüber der Masse. Das ist ja das weitere Problem, dass die eben hier auch diese Anführerqualitäten haben und oftmals dann auch aus so einer Schmiede rauskommen, wie man sie ja teilweise beim WEF oder sonstigen aufsehen. Erneut ist die Organisationsfähigkeit der entscheidende Faktor, auch wenn Reichtum bestimmte Vorteile gewährleisten kann. Und das ist eben auch so krass, wenn man da mal in die Studienlage reinschaut, das haben sie eben bei den Amis getestet, dass da letzten Endes hier bei diesen politischen Themen 1779 ausgewertet wurden und herausgefunden haben, dass wirtschaftliche Eliten und organisierte Gruppen, die Geschäftsinteressen vertreten, erhebliche unabhängige Auswirkungen auf die Politik der US-Regierung haben, während Durchschnittsbürger und massenbasierte Interessensgruppen kaum oder keinen unabhängigen Einfluss haben. Das ist ja auch so heftigerweise in Deutschland, was sie hier analysiert haben, dem deutschen Volke die ungleiche Responsivität im Bundestag. Die Auswertung zeigt einen deutlichen Zusammenhang zwischen den getroffenen politischen Entscheidungen und den Einstellungen von Personen mit höheren Einkommen, aber keinen oder sogar einen negativen Zusammenhang mit den Einkommensschwachen. Und das ist halt dann auch diese Korrelation, dass mit politischen Fähigkeiten und Kommunikationsmethoden und Wissen eben dann als Nebenprodukt viel mehr Cash einhergeht. Und deswegen sind diese Leute, die wirklich dann am Drücker sind. Und das ist das Faszinierende. In Deutschland zeigt sich somit eine ähnliche Schieflage politischer Repräsentation wie in den USA, obwohl sich die beiden Staaten in ihren institutionellen Voraussetzungen stark unterscheiden. Und das gilt es wirklich auch hier zu verstehen. Und warum ich das hier auch wirklich so unterstreichen möchte, weil ich das sehr, sehr häufig sehe, dass Männer so viel Zeit auch in diesen Empörungsvideokonsum, oh, jetzt haben die Grünen das wieder gemacht oder sonstiges, verschwenden, währenddessen auch hier die Politikdarsteller selten bis nie dann wirklich was zu sagen haben. Weil Populismus, wie wir hier sehen, in keinster Weise irgendwas bringt. Das sehen wir ja auch bei den Umfragen, dass 84% der Leute lehnen die Gendersprache ab, aber was passiert dann, wird einfach trotzdem durchgedrückt von den Unternehmen bis hin zum Schul- und Lehrplan oder du kriegst Abzüge in der Universität und das siehst du ja ganz klar, wie das in Wirklichkeit funktioniert. Das ist halt leider dann das Problem an dieser Oligarchie mit Demokratiesimulation, dass eben die öffentliche oder veröffentlichte Meinung kaum was bringt. Wichtig hierbei ist es wirklich, diese Eliten anzusteuern, zu überzeugen oder eigene Gegeneliten zu stellen, damit es dann diesbezüglich zu einer Veränderung kommen kann. Das ist eben so wichtig, dass man das versteht. Lieber selber netzwerken und ein hochwertiger Mann werden, um dann da hier effektiv darauf einzuwirken. Weil aktuell haben wir leider das sogenannte Regime der Manager. Der Marxismus hat die wahre Natur der stattgefundenen Revolution missverstanden. Es war nicht das Proletariat, welches den bürgerlichen Kapitalismus gestürzt hat, sondern die neue Managerklasse. Das dürfen wir erstmal auf unsere Frontalhirnrinden gewurken lassen, weil das verstehen ja auch viele von diesen Baumschmuser, ja, Kommis nicht, weil das hier wirklich die darunterliegende Dynamik ist. Auch wieder Psychologie der Masse, ne? Die Masse kann sich nicht organisieren, die kriegt dann nichts gebacken, das sehen wir in Organisationen bis hin zu diesen politischen Organisationen. Das ist eben auch hier so deutlich sichtbar, beispielsweise BlackRock, die ja so viel verwalten, über 8,5 Billionen US-Dollar, haben eben essentiell krass starke Vermögenswerte und der Chef von denen, der Larry Fink, der schreibt ja immer so einen Brief raus und da betont er in dem letzten von 2022, für CEOs war es noch nie so wichtig wie heute, eine einheitliche Stimme zu haben und dass jemand dann plötzlich das sowas passiert, aber das ist natürlich eine reine Verschwörungstheorie, da hat nichts mit nichts zu tun, das machen die einfach nur so, es ist einfach so passiert.
hat auch nichts mit diesen ganzen Investoren zu tun, die dann halt da umso mehr Cash reingeben. Da gibt es ja auch die sogenannten ESG-Scores oder ESG. Und da geht es ja um die ökonomische und soziale Führung. Und da wollen sie natürlich hier das auch gepusht haben. Der Grund hierfür ist denkbar einfach, weil es ja die schlechten Aspekte des Sozialismus hier, dass du eben nichts hast und der Staat letzten Endes oder die Firmen alles. Und die schlechtesten Aspekte des Kapitalismus, der atomisierte Konsummensch. Ja? Und das ist dann halt, was dadurch propagiert wird, weil dann sind wir alle eins, wir sind alle gleich und Hauptsache, wir konsumieren und kaufen ein. Und das ist auch hier wichtig, weil den Fehler habe ich früher auch immer gemacht, dass ich dachte, ja, der Markt entscheidet. Das ist aber leider falsch, denn in der Theorie entscheidet vielleicht der Markt, aber in der Praxis entscheidet die Managerklasse. Ein Unternehmen kann heute unabhängig von seinem tatsächlichen Erfolg bei den Verbrauchern einfach durch Investorenaktivismus versenkt werden. Und das ist eben auch so wichtig, wenn du hier nämlich mal diese ganzen Unternehmen anschaust, wem was alles gehört, das sind es einige wenige. Und deswegen juckt es ja zum Beispiel auch Anheuser-Busch total wenig, wie wenn ihr es beobachtet habt mit diesem Bud Light-Skandal in den USA, dann kaufen es halt mal 17% weniger Bud Light, aber dann kaufen es halt bei der Konkurrenz und die gehört letzten Endes auch zu Anheuser-Busch, Corona-Biere oder wie sie alle heißen. Und da kann die Masse eben niemals was bewirken, weil eben diese Monopole so mächtig sind. Und das haben wir auch bei Beyond Meat sehr gut gesehen, die ja massives Verkaufsversagen letzten Endes haben, aber trotzdem, obwohl das da hier die Realität war, andere Großkonzerne nicht davon abgehalten wurden, hier die ins Sortiment aufzunehmen. Bei McDonald's, bei Kentucky Fried Chicken wurde das ja massiv propagiert und da wurde dann auch gescheit Werbebudget reingeballert. Hier sehen wir es nur als Beispiel nochmal, dass die immer noch sehr, sehr starke Defizite machen und natürlich gleich nochmal 200 Millionen brauchen, weil sie hier diese stark verarbeiteten Lebensmittel nicht an die Leute bringen. Und das ist eben wichtig, ne? Weil es wird deutlich, wie top-down diese ganze Geschichte ist und die Matrix so heftig die Leute versucht zu beeinflussen, sozial zu programmieren in all diesen Bereichen. Und das ist wichtig, dass man sich sensibilisiert und das auch klar beobachten kann, weil das eben durch das Regime der Managerklasse oftmals passiert. Und das sehen wir auch hier, dass die ja mitunter auch immer nicht lösbare Probleme schaffen, weil das dieser Logik inhärent ist, dass auch teilweise Probleme, die da sind, nochmal aufgeblasen werden. Ja, weil jeder von uns oder die meisten zumindest wollen ja, dass diese Dinge weniger werden oder auch aufhören. Aber das ist ja leider nicht immer möglich. Aber da schaffen die halt wirklich zum Beispiel durch Themen wie den sogenannten Gender Pay Gap, der ja schon 1994 vom Thomas Sowell debunked wurde, ja. You would also have to agree that generally speaking women are paid less, for example, for the same jobs as men. No, I would not. I would not agree with that. If you're talking about women with the same number of years of experience, with the same continuous service, etc., then when I look at that, I don't find that disparity. Unterschiedliche Arbeitszeit, was sie reinstecken, die Frauen oder halt auch wo sie arbeiten und so weiter und so fort. Das ist da völlig egal, weil das wird wie so ein religiöser Glaubenssatz aufgepusht, den sie dann immer weiter bekämpfen können, um immer neue Arbeitsplätze für die Manager oder auch die Helferindustrie, was ja letzten Endes dann Manager sind, zu schaffen. Diese setzen dann bestimmte willkürliche Standards durch, wie zum Beispiel das gleiche Verhältnis von Männern und Frauen in Führungspositionen, obwohl es ja schon längst in Meta-Analysen und Studien entkräftigt wurde, dass Frauen in der Tendenz mehr auf Menschenberufe gehen, Männer mehr auf Ding-Objektberufe und halt viel mehr arbeiten wollen, weil Frauen natürlich auch nach oben daten und da selektieren. Aber das ist ja völlig wurscht, diese Fakten, weil es geht ja darum, um hier diese Arbeitsplätze für die Bürokraten zu schaffen. Deswegen wird es einfach weiter propagiert. Oder dann sollen Awareness-Teams noch weiter aufgebaut werden, bis sich natürlich dann alle gut fühlen, wie wir es letztens auch beim RBB zum Thema Lindemann gesehen haben. Aftershow-Partys sind abgesagt und ein Awareness-Team ist im Einsatz, soll unterstützen bei Übergriffen oder sexualisierter Gewalt. Halt dann das Problem, dass der Begriff nicht genau definiert wird, sondern auch erweitert. Wenn beispielsweise ein unattraktiver Mann
sie sozial inkompetent anspricht. Auch aus der Politik kommen die Rufe nach Safe Spaces, um alle bei Konzerten zu schützen. Seit Jahren arbeitet sie mit der Clubszene am Aufbau von Strukturen, die das Feiern sicher machen. Awareness-Teams allein sind für sie keine Lösung. Man sagt ja immer, der Fisch, der stinkt vom Kopf her. Und deswegen muss man auch da anfangen und sich dann runterarbeiten in alle Bereiche. Das muss von innen anfangen. Das muss in den Strukturen der Band anfangen. Das muss in den Strukturen der Industrie anfangen. Und wir müssen uns gegenseitig überprüfen und kontrollieren und gucken, wo stehen wir da und wo haben wir uns hinentwickelt. Und das nicht sich selbst überlassen, weil der Musikmarkt selbst, der wird es aus sich heraus nicht richten, das sehen wir ja. Und so zecken die sich da richtig rein und es wird immer ein heftigerer bürokratischer Apparat, der dann alles letzten Endes überwacht oder hier Training gegen unbewusste Vorteile, obwohl quasi schon hunderte Studien zeigen, dass dieses Training nichts bringt. Außer natürlich einen dicken Geldbeutel, versteht sich. Des Weiteren ist ja auch immer das die Grundfrage, was ist die Matrix? Im Großen und Ganzen ist es eigentlich Kontrolle. Was ist die Matrix? Kontrolle. Das Regime der Manager hat den Feminismus als politisches Instrument übernommen. Das ist ja auch des Weiteren hier interessant, dass von der Managerklasse beobachtet wird, okay, was ergibt sich so in der Gesellschaft, was können wir aufgreifen? Die können wir durch die sexuelle Revolution später dann durch Cosmopolitan zum Sex in the City Lifestyle bringen, dann aufnehmen, integrieren, weil durch 50% der Bevölkerung, die dann auch arbeiten, auch konsumieren und Steuer abdrücken. Und somit wird dann sowas aufgegriffen vom Top-Down letzten Endes. Darüber hat ja auch so eine Frau ein Buch geschrieben, das heißt Subverted, wie sie eben geholfen hat, der Frauenbewegung da mit der sexuellen Revolution in Einklang zu kommen. Auch sehr, sehr spannend. Aber das ist ja das, ne? So werden Bemühungen zur sozialen Programmierung in einen Mantel der Wohltätigkeit verhüllt. Im doppelzüngigen Neusprech, deswegen ist ja auch der Orwell-Vergleich immer so gut, werden zwanghafte Programme als Mittel zur Stärkung dargestellt. Die Aufrechterhaltung offensichtlicher Fiktionen und Unwahrheiten signalisiert Loyalität und Gehorsam gegenüber dem Manager-Regime und dient keiner anderen Funktion. Sehen wir ja zum Beispiel durch Trigger-Warnings, obwohl sie in der Metastudie keine Ergebnisse zeigen, Gender, Sprache, das ist ja halt lauter solche Sachen, ne? Dass sie damit Fahne und Signal zeigen, ja, ich gehöre dazu, bitte, hier, bitte gib's mir die Good-Boy-Points. Und dient keiner anderen Funktion außer der Bestrafung von Abweichlern. Das ist ja auch ganz klar. Wenn du auch die Content-Produzenten auf YouTube beobachtest, ist demonetarisiert bis in die Hohlerde, ne? Bei mir teilweise auch, weil Red Pill, weil es halt auch stark in eine andere Richtung steuert, wo es halt hier die Manager nicht so sexy finden aktuell. Berühmtes Beispiel haben wir auch bei der ansonsten tadellos politisch korrekten J.K. Rowling gesehen, die hat dann schon hier den Trans-Hammer abbekommen, um sie dann digital schon mal ins digitale Gulag zu sperren. Und wenn man die Matrix hier auch verstanden hat, dann sehen wir, dass hier immer mit Kampfbegriffen gearbeitet werden, die dazu dienen, Gedankenverbrecher aus Beruf und Gesellschaft im Allgemeinen auszuschließen. Und es wird ja auch ständig erweitert, ne? Wenn Geschlechtsunterschiede, Dating-Aspekte, die jetzt nicht, wir sind alle gleich, Kumbaya darstellen, dann ist es gleich ganz, ganz böser Sexismus oder hier diese anderen Kampfbegriffe. Wir wissen, dass Sie zu einem gewissen Individuum Kontakt haben. Was immer Sie über diesen Mann zu wissen glauben, ist irrelevant. Er wird von der Mehrheit aller Behörden als der gefährlichste Mensch der Welt eingeschätzt. Um letzten Endes die Leute wegen ideologischer Unreinheit zu markieren, was letzten Endes halt leider Gottes auch eine Entmenschlichung ist. Und das wird ja immer weitergetrieben. Ne? Irgendwann werden auch die Fleischesser oder die Benzin-Autofahrer als solche erfasst, wie wir dann in der Prophezeiung Demolition Man auch sehen. Na, dann sind sie dann im Untergrund und essen dann die Burger aus Rattenfleisch und haben dann noch einen V8-Diesel oder was weiß ich. Da gibt es dann kein Bunker mehr, dann grüßt man sich nur noch zarte Grüße oder was sie dann immer sagen. Und wenn dann den Hass sagst, kommt so hier, dann kommt dann das, sie verstoßen gegen das verbale Moralitätsstatut. Aber dann kommt ja auch hier irgendwann der Knackpunkt, dass eine Gesellschaft einfach irgendwann nicht weiter funktionieren kann, wenn über 30% der produktiven Bevölkerung auf diese Weise dämonisiert werden. Das wird dann auch sehr spannend, wie das dann gelöst werden soll. Und jetzt kommen wir eigentlich zum wichtigsten Punkt, den ich ja gerade hier auch aus der Warte der Geschlechtsdynamiken so spannend finde, dass ja Männer immer als eine große Gefahr dargestellt werden, zumindest die, die klassisch männliche Attribute an den Tag legen. Denn Menschen, die unabhängig vom Staat sind oder von diesen Regimen, stellen zeitgleich oftmals potenzielle Eliten dar. Das ist eben hier
die Grunddynamik häufig. Diese möglichen Nachfolger und daraus entstehende wirklich unabhängige Institutionen sind daher die größte Bedrohung für die Hegemonie. Das haben wir ja auch bei den Kommunisten gesehen, dass irgendwann 25% der männlichen Bevölkerung in die Gulags gesteckt haben. Und lustigerweise habe ich letztens auch so einen Sticker entdeckt, den sie dann so eine Altkleidertonne hinhaben. Eine ähnliche Dynamik. Macker und Sexisten ab ins Gulag. Und das ist ja auch das Spannende, ne? Dass diese Dynamik auch durch gehasste Figuren wie Donald Trump oder Andrew Tate verkörpert werden. Von den Leuten kann man jetzt halten, was sie wollen. Klar sind die narzisstisch und teilweise vielleicht auch hier mit Dreck am Stecken. Trotzdem sind es einfach verstärkte Karikaturen des Feindbildes irgendwo. Und deswegen reizen die auch die Matrix dementsprechend. Weil die teilweise inhärente klassische Männlichkeitsattribute häufiger gegen die aktuellen Interessen der Managerklasse sind. Als sie von den sozialen Medien verbannt wurden, musste direkt ein Angriff auf die ungehorsamen Menschen selbst geschehen. Insbesondere, wenn sie sich weigern, dem toleranten und vielfältigen Einheitsdiktat der Hegemonie zu unterwerfen. Wussten Sie, dass die erste Matrix als perfekte Welt geplant war, in der kein Mensch hätte leiden müssen? Ein rundum glückliches Leben. Und das sieht man dann teilweise halt auch durch diese NGOs oder hier in dem Sinne bei dieser Umfrage, die ja viele schon beleuchtet haben, wo ja angeblich 33% aller Männer es akzeptabel finden, die Partnerin gewalttätig anzugehen. Ja? Und da haben sie ja das dann sofort propagiert und durch die Massenmedien Feinde der freien Menschen rausgespült, obwohl da überhaupt gar nicht kritisch nachgefragt wurde. Ja, in so einem kleinen Beitrag bei Sepp, da haben sie dann mal nachgefragt, ah, na, das war jetzt doch nicht so repräsentativ oder ne, wir können die Methodik nicht offenlegen und so weiter und so fort. Dahl International will bis heute das Umfragedesign nicht veröffentlichen und auch die genauen Ergebnisse nicht. Das heißt, wir können gar nicht überprüfen, wie welche Fragen gestellt wurden und welche Gruppe wie genau geantwortet hat. Der NDR hat dann die Sprecherin der Geschäftsführung von Plan International, Katrin Hartkopf, gefragt, warum sie so gerechnet haben. Und ihre Antwort ist verblüffend. Ich sag dazu nichts, weil das möchte ich nicht beantworten. Okay. Aber jetzt ist ja schon hier diese starke Manipulation und das Verunglimpfen der Männer an sich hier draußen. Und darum geht es ja irgendwo auch diesen Ideologen. Klar ist da teilweise auch ideologische Verblendung dabei, aber wirklich bei sowas dürfen wir schon auch teilweise Willkür mit reinkalkulieren, weil da diese Aspekte mit runterliegen. Ja, auf der einen Seite sehen wir, toxische Männlichkeit wird all das benannt, was der männlichen Sexualstrategie zugutekommt. Und deswegen auch beschämt, ja, aber es ist ja nicht nur das, sondern es sind ja auch noch diese Faktoren, die diese herrschenden Aspekte beinhalten. In einem ähnlichen Kontext sehen wir auch den therapeutischen Staat, wo sie eben toxische Männlichkeit fast schon als psychische Krankheit deklarieren wollen. Was ja auch einer der Ideologen, der Christoph May, den sie auch sehr häufig hofieren, sagt. Ja, Otto und einige Psychologen sehen ja Männlichkeit als Krankheit. Es gibt viele Psychologen, die gerade auf den Zug aufspringen und Männlichkeit heilen wollen. Und da sehen wir ja, wie einige Psychologen schon eingestellt sind. Und das hat ja der Thomas Sass, oder wie man ihn eben nennt, schon damals beschrieben, wie Bereiche der Psychiatrie und der Psychologie eine neue Expertenklasse hervorgebracht hat. Deren Aufgabe ist es, Verhalten zu regulieren, zu verändern und zu normalisieren, um den Anforderungen der Herrscher gerecht zu werden. Daher hat sich dann auch die Antipsychiatrie-Bewegung begründet, nicht weil sie gegen Psychiatrie an sich sind, sondern diese Zwanghaftigkeit und auch diese Umerziehung, wie sie es ja in der Sowjetunion auch gemacht haben. Oh, der war nicht auf linksgrünen Kurs. Oh, der musste in die Klapse. Der ist toxisch männlich. Anstatt sich selbst zu transformieren, um den Menschen zu dienen, strebt das Managerregime danach, die atomisierten Menschen im Dienste seines Systems des seelenlosen Konsums zu transformieren. Und da muss ich ja immer schmunzeln, wenn dann gerade auch von Altlinken teilweise kommt, das ist Verschwörungstheorie. Ja, Kapitalismuskritik bis dahin, aber bitte nicht weiter, wenn es wirklich um sowas dann teilweise geht. Und das sehen wir ja dann auch hier, wenn man in die Universitäten schaut, wo du ja diese links-grünen Wokisten hast, die ja ständig auch über Foucault sprechen, Machtstrukturen, Machtgitter. Aber hier, da werden gar keine Fragen gestellt, welche Beziehung denn hier zwischen Macht, öffentlicher und psychischer Gesundheit im aktuellen Paradigma beobachtet werden. Das fällt dann ganz schnell mal runter, weil sie ja selber an die Drücker haben wollen. Das heißt ja nicht umsonst, nenne alles so lange sexistisch, bis du selber hier am Drücker bist. Das verbirgt sich ja meistens dann auch hinter der kritischen Männlichkeit. Und wenn ihr das damals auch beobachtet habt, bei den Amis sieht man es ja auch, ne, dass dann hier von der APA diese ersten Guidelines für den Umgang mit Männern und Jungen kamen, wo es ja dann auch einen größeren Aufschrei gab. Aber hier
sehen wir, wie das von der zentralen Stelle letzten Endes ja, durch den therapeutischen Staat in die Männerhirne indoktriniert werden soll. Was ja auch sehr, sehr interessant ist und total undemokratisch im Großen und Ganzen. Und da lesen wir es dann auch, ja, traditionelle oder konventionelle Männlichkeit, gekennzeichnet durch Stoizismus, Wettbewerb, Dominanz und Aggression, ist im Großen und Ganzen schädlich. Ja, die Frage ist halt, für wen und vor allem dann auch diese massiven selektiven Studien, um im Endeffekt wieder sowas hier zu legitimieren. Aber es gibt natürlich auch Mittel und Wege für kompetente Männer oder aufgeklärte Menschen allgemein, dagegen zu steuern, denn auch dieser aktuellen herrschenden Kaste kann Einhalt geboten werden. Und zwar, wenn sie zu sehr an den Punkt kommen, wo sie dann sagen, euer Volk hungert, ja lasst sie doch Kuchen essen. Wenn hier eine zu große Spaltung der moralischen Einheit in Anführungszeichen kommt. Und das ist eben auch, wenn sie sich nicht neuen technologischen oder sozialen Kräften anpassen oder das Regieren aufgrund der Kultur oder Ästhetik ablehnen. Also man kann hier wirklich gegen Kultur, gegen Ästhetik schaffen, damit die dann irgendwann sagen, boah, da haben wir keinen Bock mehr drauf oder das wird zu mächtig, dieses Element, dann gibt es eben die Chance zum Wandel, dass eine andere Gegenelite oder Teile der aktuellen hier sagen, okay, wir finden das Neue noch besser und sich dann abspalten, keine vielversprechenden neuen Elemente assimilieren. Das ist ja auch das Geile an der Red Pill, deswegen, die können das ja nicht aktiv assimilieren, deswegen wird es ja überall bekämpft, Quarantäne auf Reddit, das ist böse, Hass und so weiter, weil das eben nicht assimilierbar ist, weil da ja vielmehr diese männlichen Kompetenzleistungsaspekte mit dabei sind im Vergleich zu dieser einheitlichen Gleichheit. Das ist ja dann auch das Lustige, das zu beobachten. In Teilen die Legitimität der Herrschaft in Frage stellt, das ist auch, das war ihr gerade erwähnt. Oder auch spannend, die mythologische Grundlage einer Gesellschaft ablehnt. Ja? Deswegen gibt es ja auch Religion, weil das Einheit schafft und Gesellschaften zusammenhält, um hier auch Sinn und Richtung teilweise vorzugeben. Und das ist auch nochmal sehr interessant, dass die Eliten demografisch verdrängt werden. Das sehen wir ja immer sehr krass an den Clans. Die machen ja einen sehr, sehr effektiven Move, dass sie untereinander eine Parallelgesellschaft bilden und sich gegenseitig absolut vertrauen und da den Staat im Staat machen und damit sich ja auch immunisieren, wie man es ja auch in anderen Herrschaftssystemen in der Vergangenheit beobachten konnte, dass die dann wie Pflanzen den Beton irgendwann aufsprengen können, um letzten Endes dann vielleicht durch eine neue mythologische Grundlage, wie es ja bei den Muslimen ist, da dann hier die alte Elite ersetzen kann. Auch sehr, sehr spannend. Oder letzten Endes auch der Mut fehlt, Gewalt effektiv einzusetzen, weil das siehst du ja bei uns gar nicht. Da wird es ja alles durch Softpower, wie es ja heißt, gemacht. Da kommen die Leute halt, wenn sie Gedankenverbrecher sind, ins digitale Gulag. Ich will sofort telefonieren. Sagen Sie mir, Mr. Anderson, was nutzt schon ein Telefonat, wenn man nicht imstande ist, zu sprechen? Bankkonten werden gesperrt, oh, der hat den Hass gesagt. Da kommt dann das Gaslighting, ja, jeder kann sagen, was er will, muss aber auch die Konsequenzen tragen. Kann halt nichts mehr machen, ja, und damit wird ja auch hier das an die Unternehmen ausgelagert, weil der Staat macht ja dann eigentlich nichts, ne? Zwinker, zwinker. Die Bevölkerung haben möglicherweise den erklärten Wunsch, bis 2030 die absolute Geschlechtergleichheit zu erreichen. Wie man es ja hier bei diesen Aspekten sieht, Geschlechtergleichheit, wo sich ja die Weltgemeinschaft auf diese ambitionierten Ziele ganz demokratisch natürlich geeinigt haben, aka der Wille des Volkes. In der Praxis ist es jedoch äußerst unwahrscheinlich, dass Eliten ihre utopischen Visionen ohne gewaltsame Proteste vorantreiben können. Das ist da auch meine Sorge, weil hier dann eben eine zu starke Diskrepanz von der Realität zum Wunschtraum existiert, gerade wenn man schaut, wie sich die Geschlechter in noch gleicheren Gesellschaften für noch mehr stereotypische Berufswünsche entscheiden und so weiter und so fort. Und die aktuelle Taktik, die sie dagegen einfach nur anwenden, ist ja nur das Labeling. Das Böse, Rechts, Schwurbler, Sexisten und so weiter. Dieses Brandmarken kann ja nicht ewig weitergehen, ne? Wie vorhin beleuchtet. Irgendwann sind so viele gebrandmarkt und ins digitale Gulag gesteckt, dass dann halt irgendwann hier das auch nicht mehr weitergeht. Und das wird ja dann spannend, ne? Wenn dann die Bevölkerung bestimmte willkürliche Strafsteuern nicht mehr zahlen wollen, wie sie ja teilweise auch schon im Gespräch sind, ja, dass Männer wegen der finanziellen Ungleichheit der Frauen irgendwie Reparationen zahlen sollen. Können politische Anreize für Führungspersonen, sich mit Abweichlern gegen die Hegemonie zu stellen, zu stark sein,
um ihnen zu widerstehen. Und dann wird es ja wirklich sehr interessant und auch hitzig. Zudem wenden sich aktuelle Eliten aktiv von vielversprechenden neuen Elementen ab. Das ist auch ein Thema, was schlichtweg bedeutet, dass talentierte Menschen mit den in Anführungszeichen falschen Ansichten oder Geschlecht abgelehnt werden. Wir müssen ja immer mehr hier auch sehen, wenn es um Quoten und so weiter geht. Fakt ist aber, dass organisierte Minderheiten die unorganisierte Masse beherrscht. Dies wird halt durch Märchen verschleiert, aber die Vorstellung, dass sozialer Wandel ein Bottom-up-Phänomen ist, welches weiterhin unsere Kultur und unser Denken beherrscht, ist halt leider Schwachsinn. Das habe ich mir letztens auch noch gedacht. Da ist beim Vollkorn Jesus seiner Uni so ein Schild, ah ja, morgen wird der Saal übrigens besetzt für Demonstration gegen Klima X. Ja, und das ist ja keine Graswurzelbewegung, sondern es wird ja angekündigt und es wird in keinster Weise verhindert, wenn es dann stattdessen wirkliche Graswurzelbewegungen wie Manosphäre oder sonstiges hier dann einen Raum besitzen würde. Wurstparade in der Zeitung und dann schicken es gleich GSG 9 rein. Was ist hier los? Volkon Jesus dann vorne an der Uni sagt so, ja, wir fordern hier Gleichberechtigung bei der Partnerwahl, auch wirklich auf Augenhöhe, nicht immer nach oben Hypergamie, dann würden ja die Hüte platzen. Aber das ist eben wichtig, dass ihr das versteht, ne? Dass wenn ihr was ändern wollt, viel effektiver ist, sich in kleinen Gruppen zu organisieren und da bestimmte Themen voranzutreiben, wie es ja auch in dem Beispiel der Fall war, wo die katholische Kita, die ja ach so konservativ ist, plötzlich einen Muttertag abschaffen wollte. Ja, da haben sich ja auch kleine organisierte Gruppen von Eltern zusammengeschlossen und halt richtig Druck aufgebaut, um da dann letzten Endes die größere disorganisierte Gruppe eben zur Raison zu bringen. Und das ist eben halt das, was am ehesten funktioniert. Und damit würde ich sagen, kommen wir doch mal zum Ende und ich hoffe, dass ich euch auch dieses Thema näher bringen konnte. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Viert's euch.